Hallo meine Lieben, heute haben wir ein Set für Mütter oder natürlich auch für die Väter mit Kind. Dabei ist es relativ egal, wie alt dein Kind ist. Natürlich soll es das Köpfchen schon halten können für manche Übungen, aber als fürsorgliches Elternteil spürst du das natürlich selber. Mein Baby ist nicht so schön wie eure, warum? Auch nicht so beweglich, aber erklären wir gleich. Ganz gut. Setz dich aufrecht hin, dein Kind darf in deinem Schoß sitzen oder liegen, so wie du das möchtest. Und ganz langsam lässt du es zu einem Selbstverständnis werden, dass du dich gut um dich kümmerst und hin und wieder in die Ruhe, in die Zentriertheit kehrst. Und dein Kind darf dabei ganz bei dir sein. Du musst dich nicht vollkommen herausnehmen. Es ist alles auch integrierbar. Und wenn dein Kind zwischendrin wegspringen möchte oder gewindelt werden muss oder gestillt, dann ist das alles in Ordnung. Dann nimm dir die Zeit. Halt das Video einfach an und üb später weiter. Und viele Kinder haben das Om-Intonieren auch gerne. Schau nach, ob das für dich stimmig ist, ob du dich selbst damit wohlfühlst, ob es dein Kind mag oder nicht. Manche Kinder singen mit. Und es ist im Moment auch deshalb sehr hilfreich, weil das Om-Intonieren dein Lungenvolumen vertieft und kräftigt. Leg deinen Kopf zur linken Schulter, Kreisel vorn über deinen Brustkorb, erstmal um dich selbst zu lockern. Und während du das tust, stimm dich ein auf das heutige Set. Ausatmen ist vorne. Einatmen von Schulter zu Schulter und du passt die Bewegung deines Kreises bitte deinem Atemzyklus an und nicht andersrum. Wenn du unten bist, die Kreisrichtung wechseln und nur so weit in den Nacken sinken mit deinem Kopf, wie es dir angenehm ist, auf gar keinen Fall mehr. Sollte es knacken oder knirschen in deinem Nacken, mach bitte langsamer. Und noch einmal die Richtung des Kreises wechseln. So stellst du die Verbindung zwischen deinem Kopf und deinem Körper, zwischen Gedanken und deiner Körperpräsenz her. Und kommst mehr und mehr hier im Raum an, in der Hingabe. An den jetzigen Moment, an dein Üben.
dich bitte runter von deinem Kissen, sofern du überhaupt auf einem saßt, und strecke dann beide Beine aus. Dein Kind legt dir auf deine Beine. Zieh deine Zehen an und erstmal, um dich selbst zu lockern, fass die Zehen an und wipp ein bisschen vor und zurück. Ganz sanft den Kopf einfach nach unten hängen lassen, nicht extra drücken, nur um dich ein bisschen frei zu geben von körperlicher Anspannung jetzt in der Hüftregion. Atme tief und fließend. Lass los, was immer du in der Hüftregion festhältst, gegebenenfalls auch noch Restanspannungen aus der Geburt. Und schau, dass du symmetrisch bist in deiner Bewegung, so dass du beide deine Sitzbeinhöcker spürst, nicht nach links oder rechts abhaust. Dann üben wir mit dem Baby. Wenn dein Baby den Kopf schon gut halten kann, dann nimmst du einfach nur die Arme. Oh, mein Baby ist ein bisschen schlapprig hier. Und stützt mit den Fingern so ein bisschen unter die Schultern und hebst dein Baby an. Ihr könnt euch einen Nasenstupser geben. Hebt dein Baby an. Die Nase berühren. Um es zu verstärken, kannst du deine Zehen anziehen. Dadurch bekommst du noch eine kleine Spannung in den Kniekehlen. Dann bewegen wir nur das Baby. Du nimmst den einen Fuß und den gegenüberliegenden Arm, welche Seite beginnt, ist egal, und nimmst sie über Kreuz, so wie es dein Baby angenehm ist. Spür gut hinein, über Kreuz bewegen und lockern, über Kreuz und lösen, 3-4 Mal. Und die andere Seite über Kreuz und lösen. Versuch zu spüren, welche Flexibilität dein Baby hat. Und dann nimm beide Füßchen. Und komm mit den Füßchen so weit Richtung Kopf, wie es dein Baby gerne mag. Natürlich spürst du immer genau, was geht. Auf gar keinen Fall über den Punkt gehen, wo es deinem Kind Spaß macht. Aber das ist klar. Beide Füßchen Richtung Kopf. Ganz sanft und bedacht. Und dann nimmst du die Füßchen und lässt sie im rechten Winkel zum Körper. Damit du selbst auch ein kleines Training hast, sitzt du auch einigermaßen im rechten Winkel. Hier, die Füßchen des Babys sind jetzt nach oben ausgestreckt, die Beine im rechten Winkel zum Körper. Du öffnest die Beine und kannst, wow, hui, zum Baby dich hinbewegen. Und die Beinchen öffnen, dem Baby Hallo sagen. Manchmal finden es Kinder auch lustig, wenn sie angepustet werden. Manche mögen das gar nicht. Probier es aus.
Wenn dein Kind schon sitzen kann, dann setzt es dir gegenüber. Wenn dein Kind noch nicht sitzen kann, selbstständig, dann hältst du es, indem du die Arme oder die Hände unter die Unterarme legst, die Oberarme, Entschuldigung, und beugst dich nach vorne. Jetzt bringt ihr eure Schädeldächer aneinander, die Stirn in Berührung und du dehnst dich nach vorne aus. Auch hier achte auf deine Sitzbeinhöcker, beide sind gleichmäßig belastet. Nicht nach vorn oder hinten, nicht zur Seite abkippen. Wenn die Kinder schon ein bisschen größer sind, dann setzen die größeren Kinder sich so weit nach hinten und ihr berührt nur die Füße und du nimmst die Hände des Kindes. Und dann sanft ziehen und das Kind darf sanft an dir ziehen, dass ihr so eine Wippbewegung kreiert. Auch das ist eine prima Übung für beide Beteiligten. Wichtig ist nicht, wie weit du runterkommst. Wichtig ist, dass ihr Spaß miteinander habt und ein gutes Körpergefühl kreieren könnt. Dann nimm dein Baby zu dir auf deinen Schoß, umfass es so, dass du ein bisschen das Bäuchlein hältst und dann lehnst du dich selbst mit deinem Baby zurück. Wieder nach vorne, zurück, so wie weit es deine Bauchmuskulatur mitmacht. Und die Bauchmuskulatur des Babys wird zudem gestärkt. Allerdings ganz sanft, weil es da eine Stütze hat. Prima, dann dürft ihr euch für eine kleine Entspannung hinlegen. Dein Baby kannst du in Bauchlage bringen, so dass es bequem ist für beide. Und dann nimm deine Hände und setz sie beim Kindlein am Kopf an und streiche dann sanft hinunter bis zu den Füßen oder so weit du eben kommst, je nach Größe des Kindes. Du selbst achtest darauf, einzuatmen, wenn die Hände hochkommen, auszuatmen, wenn du die Energie nach unten streichst, was beruhigend und harmonisierend auf das Kind wirkt, aber eben auch auf dich selbst. Und obwohl du etwas tust, bist du selbst ganz in Ruhe. Spürst dich in dem Kontakt zum Fußboden, lässt ganz los, spürst die Wärme des Babys, seinen Atem, deinen Atem und lässt alles los, was jetzt keinen Belang hat. Für einen Moment nach und stell dann langsam deine Füße auf
und bring dein Becken nach oben. Wenn dein Kind schon größer ist, brauchst du es nicht zu halten. Kleine Kinder stützt du natürlich mit den Händen hier in der Hüftregion. Bring dann dein Becken nach oben und komm sanft wieder nach unten. Auch hier auch achte auf deine eigene Symmetrie. Wenn du nach oben kommst, nicht, dass du so Schlenker machst mit deiner Wirbelsäule oder mit deiner Hüfte. Versuche präzise die Übung auszuführen und dabei dich und dein Baby zu spüren. Sei ganz hier, ganz bei dir und ganz im jetzigen Moment zu Hause. Sanft absinken und deine Beine wieder ausstrecken. Dann zieh deine Zehen an, die Hacken bleiben am Boden. Du fasst dein Baby wieder unter den Schultern, so dass du es leicht anhebst, wie wenn du es gerne anschauen möchtest. Hebst deinen Kopf an, atmest tief dabei. Und natürlich kannst du auch hierbei mit deinem Kind sprechen, kleine lustige Sachen sagen, einen Kuss geben, Kopf anheben, ohne ihn abzulegen, um deine Oberbauchmuskulatur zu stabilisieren. Wichtige Übung sind alle Bauchübungen nach der Geburt, dass du hier wieder den linken und den rechten Strang der Muskulatur zusammenbringst. Mach die Übung nur so lange, bis dein Nacken mitmacht. Wenn es dein Nacken zu anstrengend ist, hör bitte auf. Auf keinen Fall über dein persönliches Limit gehen. Den Kopf ablegen. Einen tiefen Atemzug nehmen, um deinen Nacken zu entspannen. Dann nimm dein Baby und platziere es auf deine angewinkelten Unterschenkel. Auch hier gilt, stütz dein Kind, wenn es die Stütze braucht. Größere Kinder kannst du locker lassen oder nur an den Händchen fassen. Und dann schiebe deine Beine vor und zurück, soweit es eben geht. Wenn du größere Kinder hast, kannst du ganz loslassen und so weit schieben, wie es das Gewicht des Kindes dir erlaubt. Bei ganz kleinen, da hältst du natürlich hier, machst die Bewegung kleiner und kannst dafür aber auch deinen Kopf anheben, wenn der Nacken jetzt noch mitmacht. Schau einfach, was geht bei dir. Du kannst jetzt einmal versuchen, wenn du vorn bist mit den Händen, deine beiden Finger hier unterhalb des Bauchnabels anzusetzen. Wenn du dann nach vorne gehst, dann spürst du hier den linken und den rechten Strang der Muskulatur. Und es sollte im Laufe der Zeit immer dichter werden, sodass du hier wieder Stabilität und Festigkeit hineinbekommst. Am Anfang ist das ganz normal, denn der Muskel, der teilt sich hier, damit er dein Baby halten kann während der Schwangerschaft. Sehr gut. Leg das Baby auf einen Unterschenkel, umfasse den Rücken und
Wipp dann mit dem ausgestreckten anderen Bein einfach nur auf und ab. Tiefer Atem. Anwinkeln und tauschen. Andere Bein ausstrecken. Auf- und abwippen. Das Kind wieder auf beide Beine bringen, um euch dann hin und her zu schaukeln. Hui, mit meinem Baby geht es ein bisschen schwierig. Schau mal, ob es bei dir geht. Wenn das noch nicht gut geht, dann kannst du auch einfach nur so links und rechts ganz sanft schaukeln, dass dein Rücken wie so eine kleine Massage bekommt. Oder natürlich einfach das Kind auch einen Moment zur Seite setzen und dich selbst schaukeln auf und ab. Gut. Dann kannst du dich gleich hinter dein Kind setzen. Du fasst die Armchen deines Babys und ihr bewegt euch, indem du die Hände über dem Kopf nach oben nimmst, nach links und nach rechts, wie so Grashalme im Wind, ganz sanft. Wenn dein Kind schon größer ist und die Bewegung alleine macht, dann kannst du auch deine Hände nach oben nehmen und ihr wippt beide links und rechts sanft schwingen. Und dabei lass auch noch einmal ausatmen, alles Schwere los, alle Anspannungen, atme aus. Kannst du schauen, dass dein Baby so sitzt, dass du es sehen kannst, wenn du zu deinem rechten Bein, dein rechtes Bein hinunterstreichst, um zu dem Fuß zu wippen. Und natürlich kannst du dabei immer ein bisschen Faxen machen mit deinem Kind, sodass es dein Baby auch Spaß macht, dir dabei zuzusehen, während du dich trainierst. Andere Seite.
darf sich dein Kind hinlegen, in Rückenlage. Und du gehst im Vierfüßlerstand über dein Baby. Schau, dass deine Knie und die Hände einigermaßen parallel zueinander sind, während du in den Katzenbuckel gehst und in die Kuhhaltung mit Hohlkreuz und Kopf nach oben gerichtet. Ausatmen, Kopf nach unten, einatmen nach oben und natürlich kannst du auch hierbei deine Späße mit deinem Kind machen. Größere Kinder finden das auch ganz lustig, dann einfach unten durchzuklettern. Das darf alles sein. Im Prinzip bleibt die Haltung jetzt so, wie sie gerade war, nur dass du jetzt, du kannst ein kleines Küsschen über dein Baby gehen und wieder so ein bisschen nach hinten und wieder nach hinten, leichten Buckel machen, ausatmen, wenn du unten bist. Einatmen, wenn du oben in den Buckel gehst. Und wenn dein Kind in der Zwischenzeit schon weggesprungen ist, ist es nicht schlimm, dann machst du die Übung einfach ohne Kind. Wir kommen auf die Füße. Dein Baby darf liegen bleiben. Du verschränkst deine Hände so klein wenig ineinander, dass du einfach Stabilität hast und atmest den Feueratem. Schau mal, ob der dir vertraut ist, ob das schon funktioniert. Wenn es nicht gehen sollte, dann üb ihn einfach einmal und atme jetzt in langem, tiefem Atem. Der Feueratem ist auch erklärt in dem Was ist Energetic Yoga Video. Vielleicht möchtest du dir das einmal zuvor anschauen. Du darfst dich wieder setzen, streckst deine Beine aus und dein Kind darf auf den Schoß oder wenn es schon anderweitig beschäftigt ist mit Spielen, dann ist es auch fein. Ansonsten schaust du, dass du gerade sitzt. Wir haben wieder zweimal den rechten Winkel, einmal im Fuß zum Bein, einmal im Beinansatz zum Oberkörper. Und dann im Wechsel hebst du das linke und das rechte Bein einfach nur an, ohne hier ins Hohlkreuz zu verfallen. Tiefer. Nicht wichtig, das Bein besonders hoch zu bekommen. Wir wollen hier diesen Bereich trainieren.
Kind noch einmal Platz nehmen auf deinen ausgestreckten Beinen. Und wir geben dem Baby so eine klitzekleine sanfte Babymassage. Du beginnst an einem Ärmchen und drehst die eine Hand nach links, die andere nach rechts. Ganz sanft. Links und rechts, natürlich nicht mit zu viel Nachdruck. Und wanderst dann langsam nach oben zum Oberarm. Lässt den Arm dann los. Und fängst dann an der Schulter an, nach vorn in Richtung des Bäuchleins zu ziehen, mit beiden Händen im Wechsel versetzt. Die andere Hand nehmen, um den Unterarm zu drehen. Oberarm, die eine Hand in die eine, die andere Hand in die gegengesetzte Richtung. Dann von der Schulter sanft in Richtung Bäuchlein. Setze dann beide Hände am Kopf an, eine Hand links des Gesichtes, die andere rechts und streiche dann nach unten, sodass du den kleinen Finger hinter dem Ohr hast und die anderen Finger über die Bäckchen bis über den Hals hinunter. Dann setze zwei Finger in der Mitte der Stirn an, streich bis über die Nase, an der Nase, an den Lachfältchen nach unten und lösen, um wieder oben anzusetzen. Den Lachfältchen nach unten bis zum Kinn lösen. Und je entspannter du selbst dabei bist, desto entspannter wird es auch dein Baby sein. Die Hände in die Mitte des Brustkorbes, dann nach unten zum Bäuchlein, am Bauch wieder ganz locker werden. Ein bisschen Nachdruck auf der Brustkorbmitte, am Bauch lösen. Und dann setze deine Finger so an, dass du im Uhrzeigersinn über den Bauch streichst. So in Verdauungsrichtung, ganz sanft, nicht zu feste. Es kann auch ein reines Streicheln sein. Dann nimmst du den einen Fuß und genau wie vorher an den Händen drehst du mit der einen Hand in die eine Richtung, mit der anderen in die andere. Gehst dann zum Knie, auch hier ganz sanft, die eine Hand oberhalb der Kniescheibe, die andere unterhalb, nicht zu fest. Und am Oberschenkel. Und das andere Bein. Mit der Kniescheibe, eine Hand oben, die andere unten. Oberschenkel. Und dann setzt du unter dem Rippenbogen beide Hände an und streichst über die Beine ganz nach unten. Und jetzt nimmst du
Beide Beine und kreisest aus der Hüfte heraus in einer V-Form die Beinchen öffnen. Und in die entgegengesetzte Richtung nach innen kreisen. Streck ein Bein aus und nimm das andere und dehne es, soweit es dein Baby toleriert. Darüber. Ganz sanft, sodass du deine Streckung in der Hüfte kreierst. Auch eine schöne Übung für dich selbst. Das kannst du später oder vielleicht im Bett nachher noch für dich auch üben, weil du damit hier an die Muskulatur kommst, die in dein Gesäß führt. Dann nimm nochmal wieder beide Beinchen über Kreuz und führe sie in Richtung des Gesichtes. Einmal wechseln die Überkreuzhaltung. Und sanft ablegen. Und das gleiche mit den Armchen über Kreuz, sanft ziehen, sodass hier hinten der Muskel in im Schulterblatt eine Streckung erfährt. Und die Überkreuzhaltung wechseln. Und dann nimm dein Baby zu dir und streich den Rücken aus. Vom Halsansatz über den Po. Wenn du magst, wiege dich dabei so ein bisschen vor und zurück, sodass dein Baby jetzt ganz zur Ruhe kommen kann. Ganz zum Schluss. Vielleicht ist dein Baby jetzt schon ein bisschen müde geworden, vielleicht auch nicht. Nimmst du das Baby in den Arm. Kommst selbst in den Schneidersitz und wiegst das Baby, so wie du es wahrscheinlich jeden Abend tust. Einfach nur ganz sanft links und rechts. Und du selber spürst dich auch, schließt deine Augen, atmest in dein Herzzentrum. Aus deinem Herzen lässt du die Energie deiner Mutter- oder Vaterliebe durch die Arme in die Hände zum Kind hin strömen. Du kannst das auch impfen mit innerer Ruhe, mit Harmonie, mit Freude oder was auch immer es gerade. Gib dem die Intention, die für euch beide heute stimmig ist. Atme in dein Herzzentrum. Dein schönes Herz öffnet sich. Die Energie deines Herzens strömt über die Arme, in die Hände, zum Kind. Wenn es jetzt gerade nicht gehen sollte, ist es nicht schlimm, dann machst du das einfach wann anders. Es ist immer gut, dich nach dem Rhythmus des Kindes zu richten und trotzdem nicht zu glauben, du könntest nichts für dich tun. Gehst einfach mit dem Flow, so wie es möglich ist, ohne dich irritieren zu lassen und in voller Hingabe an deine eigene Zentriertheit. An deine eigene innere Ruhe und so vermittelst du deinem Kind was ganz Wichtiges und Wesentliches für sein Leben. Gut. Dann danken wir jetzt bei euch ganz herzlich und